Die nächsten Übungen helfen dir dabei, dein Becken zu weiten und deinen Beckenboden zu entspannen. Komm dafür deine Beine auseinander, komm in eine weite Grätsche und setz dich gern wieder auf einem Kissen ab. Zieh dein Sitzfleisch so ein bisschen nach hinten raus, sodass du spürst, dass dein unterer Rücken wirklich gerade ist. Zieh deine Zehenspitzen in Richtung Knie und schieb deine Fersen weit von dir weg. Das ist deine Ausgangsposition, das ist deine Basis. Mit der Einatmung streck deine Arme weit nach oben. Zieh dich in die Länge, zieh deine Schultern weg von den Ohren. Und mit der Ausatmung sinke langsam nach vorne. Nur so weit, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Platziere deine Hände am Boden. Mit der nächsten Einatmung komm nochmal ein Stück nach oben. Richte deine Wirbelsäule auf, zieh deine Wirbelsäule in die Länge. Schaffe Platz für deinen Bauch. Und mit der Ausatmung sinke nochmal in die Vorbeuge. Und letztes Mal dynamisch mit der Einatmung. Streck deine Arme weit nach oben. Und ausatmen. Sinke sanft nach vorne. So weit, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Und dann bleib hier, richte dich ein. Du kannst gerne deine Augen schließen. Und deine Aufmerksamkeit wieder bewusst in Richtung Atem lenken. Mit der Einatmung atme lang und tief in deinen Bauch. Schau, dass dein Bauch weich und entspannt bleibt. Und mit der Ausatmung lass immer mehr los. Lass vor allem deine Lippen weich und deinen Kiefer entspannt. Nimm 8 lange tiefe Atemzüge hier. Mit jeder Einatmung atme genau in die Stellen ein, die sich so ein bisschen eng anfühlen. Vielleicht sogar heute so ein bisschen ziehen oder schmerzen. Mit jeder Ausatmung schau, ob du diese Stellen, diese Bereiche in deinem Körper so ein bisschen mehr entspannen kannst. Und vielleicht hilft es dir auch noch mehr loszulassen, wenn du bewusst durch deinen Mund ausatmest und vielleicht sogar beim Ausatmen einen sanften Ton oder ein Seufzen mit rausschickst. Und langsam zieh mit deinen Händen zurück. Richte deine Wirbelsäule auf und dann leg deine Fußsohlen aneinander. Und du kannst einfach schauen, wie weit du deine Füße zum Körper rannehmen magst oder wie weit du deine Füße vielleicht einfach vom Körper wegstreckst. Und dann greife deine Fußgelenke. Und dann beginne erstmal so ganz sanft mit deinen Knien zur Seite zu wippen. Aber schau, dass du die Bewegung nicht automatisch machst, sondern dass du wirklich mit jeder Bewegung spürst, was in deinem Becken, in deinen Hüftgelenken passiert. Und vielleicht kannst du dann noch tiefer in den Bereich in deinem Körper eintauchen, indem du deinen Atem wieder dorthin lenkst. Und dann langsam komm auch hier zur Stille. Du kannst einfach hier für ein paar tiefe Atemzüge sitzen bleiben. Oder wenn du das Gefühl hast, dass du auch hier nochmal in eine sanfte Vorbeuge gehen magst, dann kannst du das machen. Schau, was sich für dich gut anfühlt. Erlaub deinem Nacken, deinen Schultern zu entspannen. Und schick deinen Atem tief runter bis in deinen Bauch, bis in deinen Becken. Spüre, mit jeder Einatmung Raum entsteht. Und mit jeder Ausatmung erlaube den Stellen zu entspannen, die sich so ein bisschen eng anfühlen. Und es ist hier nichts, was du tun musst, nichts, was du erreichen musst. Es gibt kein Ziel. Genieß dich einfach in der Position.
Genieße deinen Atem. Langsam Wirbel für Wirbel roll dich auf. Unterstütze deine Knie, bring deine Knie sanft zusammen. Und dein Kissen unter deinem Gesäß hervor. Platziere deine Füße fest am Boden. Die Füße sind so hüftweit auseinander. Deine Hände hinter deinem Po. Du spürst, wie sich dein Herz nach vorne streckt, dein Herz sich öffnet. Du kannst auch gerne, um deinen Brustbereich noch mehr zu öffnen, deine Finger nach hinten ausstrecken. Und mit der nächsten Einatmung, heb dein Gesäß weit vom Boden ab. Spüre, wie dein Beckenboden sich dabei anspannt. Du kannst gerne über deine Knie hier nach vorne schauen. Oder wenn sich für deinen Nacken angenehm anfühlt, deinen Kopf auch nochmal in Richtung Nacken sinken lassen. Und mit tiefen Atemzug hier. Atme nochmal tief ein und mit der Ausatmung streck deine Zunge raus. Und tief einatmen. Ausatmen, streck deine Zunge raus. Und wenn du deinen Kopf und Nacken abgelegt hast, gib erst deinen Kopf an. Und mit der Ausatmung setz dich sanft am Boden ab.